Es ist eines der härtesten Sportevents Österreichs, der 24-Stunden-Radmarathon in Griskirchen. Wer hier teilnimmt, trainiert das ganze Jahr. Das ist von bis. Da hast du den Hobbyfahrer, der was sagt. Ich probiere es einfach aus, wie es mir geht. Ich fahre einfach 10 Stunden, dann mache ich einmal Pause. Dann schaue ich, ob ich nächsten Tag noch fahren kann. Das sind einmal die einen. Und dann gibt es die was extrem ernst nehmen, die was ohne Pause fahren. Ja, 15 Liter oder was trinken, weil du musst halt viel trinken, weil es einfach so heiß ist, wir haben 34 Grad. Wenn du das nicht machst, dann scheitst du einfach relativ schnell aus. Die schwitzen die aber alle aus, die müssen auch nicht aufs Klo. Die essen Unmengen an Sachen, am Rad alles. Ich bin mir natürlich leicht von außen das zu betrachten, aber es muss der Kopf extrem stark sein und man muss das Flair genießen, glaube ich. Starter aus 8 Nationen sind heuer in Griskirchen mit dabei. Ich komme aus Schweden. Mein Vater lebt hier in Bad Ischl. Ich komme hierher, weil wir in Schweden nicht so viele Radrennen haben. Ich komme aus Polen. Ich starte hier im Teambewerb. Frauenpower, auch die ist hier in Griskirchen vorhanden. Ja, wir fahren heute 6-Stunden-Rennen im Zweierteam. Ja, man sollte schon ein wenig Grundlagen trainieren und dass man halt ein wenig eine Ausdauer hat, dass man da ein paar Mal umkommt um die Runde. Also ich habe jetzt ein Jahr lang 6 Tage die Woche trainiert und jetzt schauen wir, was draus wird. Seit bereits 20 Jahren gibt es diesen Radmarathon. Heuer steht der Charity-Gedanke im Vordergrund. Der Nachwuchs gibt dafür am Ergometer Gas. Wir haben heuer gesagt, wir setzen auch das Thema Nachhaltigkeit drauf. CO2-frei, das haben wir da in Griskirchen die nächsten 2 Tage. Dann kommt der soziale Aspekt, der oft eh vergessen wird bezüglich Nachhaltigkeit. Da haben wir einerseits einmal das Charity-Rennen, dann haben wir hier die Ergo-Challenge bei uns am Stand. Und hier wollen wir auch etwas Gutes tun und jeder gefahrene Kilometer kommt den rollenden Engel zugute. Dieser Verein erfüllt schwerkranken Wünsche. 1.500 Euro sind erstrampelt worden. Zurück zu den Radlern auf der Strecke. Die rund 1.200 Teilnehmer fahren heuer in Summe rund 200.000 Kilometer. Das entspricht einer Strecke von 5 Erdumrundungen.